Seid ihr alle krank im Kopf? Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur zweiten Ausgabe meines neuen Hassalphabets. Die erste Ausgabe des Hassalphabets begeisterte euch ja bereits sehr und in über 1100 Kommentaren wurden meine genannten Fakten positiv als auch auf traurige Weise bestätigt. Für den Buchstaben B habe ich viele Vorschläge von euch bekommen, wie zum Beispiel B wie Brexit, aber damit kenne ich mich leider null aus. B wie Beamte habe ich in den Kommentaren auch gelesen, aber da denke ich mir, was daran so schlimm? Lasst die armen Leute doch in Ruhe pennen. Was ich auch in einer Vielzahl von euch bekommen habe, war B wie Berliner Flughafen. Das fand ich wiederum sehr interessant. Und deswegen wird dieses Hassalphabet heute direkt ein Zweiteiler. B wie Berliner Flughafen und B wie Baustellen. Aber warum eigentlich? Baustellen. Wir hassen sie doch alle irgendwo. Entweder wir stehen deswegen viel zu lange im Stau oder wir werden morgens von lauten Maschinen geweckt oder noch viel schlimmer, wir müssen selber darauf arbeiten. Alles davon ist unfassbar nervig und lästig. Logischerweise geht es aber auch nicht ohne. Aber gehen wir zuerst einmal auf die Baustelle Berliner Flughafen ein. Ich denke, die Problematik um den Berliner Flughafen sollten wir alle kennen. Denn jeder macht sich bereits darüber lustig, denn das Teil wird absolut niemals fertig. Hallo? Hey Schatz. Hi Babe. Was geht? Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe und zwar so lange, bis der Berliner Flughafen fertig ist. Oh Schatz, das ist so süß von dir. Komm her, ich blas dir ein. Ja, Berliner Flughafen, die Baustelle, die niemals fertig wird. Ich habe einfach mal gegoogelt, was denn da in letzter Zeit so abging. Musste erstmal voll lachen, denn die erste Seite war ein Live-Rechner, was der Berliner Flughafen den Steuerzahler denn bereits gekostet hat. Der Stand ist jetzt mal vom 20.11.2019. Da lagen die Gesamtkosten bei 5,5 Milliarden Euro. Und es wird dir sogar angezeigt, wie viele Kosten entstanden sind, seit du die Seite aufgerufen hast. Weiter unten wird dann noch aufgelistet, wie viele Kita-Plätze, wie viele Meter Autobahn, wie hoch die verzögerten Tage seit geplanter Veröffnung sind und vieles mehr. Vor 2944 Tagen sollte das Ding aufmachen? Alter, das war 2011! Ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Am Tag der Eröffnung rufst du der Architekt den Verantwortlichen an. Jo, Chef, ich denke, Eröffnung wird heute nichts mehr. Okay, wie lange brauchst du denn wohl noch? Ich schätze so 8 bis 10 Jahre. Hallo? Also halten wir mal ganz kurz fest. Das Ding hat mittlerweile über 8 Jahre Verspätung und uns, dem Steuerzahler, fast 6 Milliarden Euro, also über das Dreifache des eigentlich geplanten Budgets, gekostet. 2015, also bereits 4 Jahre nach geplanter Eröffnung, war die Mängelliste immer noch über 1300 Seiten lang. Ey, das muss man sich mal reinziehen. Die nächste geplante Eröffnung ist übrigens am 31.12.2021. Also wenn die Fluggesellschaft Berlin-Brandenburg bis dahin nicht insolvent geht. Also, der Berliner Flughafen ist also ein weltweites Beispiel für Fehlplanung, Missmanagement und Aufsichtsversagen. Aber was ging denn da bitte schief? Beim Durchscrollen der Fehlerliste bin ich auf einige, sagen wir mal, faszinierende Fakten gestoßen. Mal kurz zusammengefasst. Das Licht geht nicht aus, Rolltreppen sind zu kurz, Türen sind falsch nummeriert, beim Feuer hört man die Alarmanlagen nicht, weil sie zu tief verbaut wurden und sogar die Toiletten fallen von der Wand, weil man falsche Dübel verwendet hat. Das klingt jetzt alles nach einem schlechten Witz, ist aber leider Realität. Ich könnte euch jetzt auch ewig lang diese Liste hier vorlesen, aber das wäre ja irgendwie langweilig. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal das Berlin-Flughafen-Pannenquartett. So, und zwar hätte ich jetzt gesagt, wir nehmen jetzt einfach mal random eine Zufallskarte. Ich pick mir da gleich eine zufällige raus. Und so, nehmen wir mal die. Die Schließanlagen der sicherheitsrelevanten Türen im Flughafen lassen sich nur mit Chipkarten öffnen. Die Aufsichtsbehörde verlangt jedoch, dass reguläre Schließzylinder vorhanden sind. Der bei der Feuerwehr sogenannte gewaltfreie Zugang zum Gebäude ist so nicht möglich. So, nehmen wir mal was anderes. Der hier. Für die erste Razzia am Hauptstadtflughafen sorgte ein Dschihadist und Salafist aus Berlin, der für eine Wachfirma die Zugänge der Baustelle sicherte. Absichten unbekannt. Die Mutmaßungen reichen vom einfachen Nebenjob bis zum Verstecken einer Waffe im Boardingbereich. So, und dann nehmen wir nochmal hier so eine. Politiker bauen Flughafen. Klaus Wowereit und Matthias Platzek erklären, wir bauen den Flughafen in eigener Regie. Eine folgenschwere Panne in der sinkflutartigen Entstehungsgeschichte des Großflughafens. Tja, wenn du Politikern was in die Hand gibst. Flucht in den Abgrund. Wer den Dutzenden falsch angebrachten Wegweisern Glauben schenkt, die den Notausgang zeigen sollen, der knallt gegebenenfalls an eine Glasscheibe oder fällt im schlechtesten Fall 6 Meter in die Tiefe. Alter, what the fuck? Regen im Luftschacht.
Abhängig der aktuellen Windrichtung fließt Regenwasser von der westlichen Terminalfassade direkt in die Lüftungsanlage des Terminals. Es drohen Schimmelbildungen und die Begünstigung der Schimmelausbreitung durch die weit verzweigten Lüftungsschächte. Ja, das war jetzt mal eine kleine Zusammenfassung der Pannen des Berliner Flughafens. Gebt mir doch schon mal einen Daumen hoch, wenn es euch bis hierhin unterhalten hat, und schreibt mir doch mal einen Kommentar, was ihr zu diesem ganzen Thema haltet. Und wie bereits am Anfang des Videos gesagt, möchte ich jetzt nochmal auf das Thema Baustellen an sich zurückkommen. So, der letzte Punkt in diesem Video ist, dass auf der Baustelle zu arbeiten einfach ein Scheißjob ist. Zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht. Man wird ständig dreckig, nicht selten mit Giftstoffen, Rente mit 70 soll eingeführt werden, was eh kein Bauarbeiter dieser Welt irgendwie durchhält, und man hat häufig mit Arschlöchern zu tun. Mehr als in anderen Jobs. Ich sage dazu, kein Wunder, dass es einen riesigen Mangel für Auszubildende auf dem Bau gibt. Ich war im Zeitraum von 2008 bis 2013, also im Alter von 16 bis 21 Jahren, fast täglich auf Baustellen unterwegs, denn ich war mal Maler und Lackierer. Solche Pannenbaustellen, ähnlich wie der Berliner Flughafen, habe ich in meiner Zeit auch mitbekommen. Darüber möchte ich aber jetzt nichts erzählen, genauso wenig werde ich verraten, wo ich gearbeitet habe. In meinem damaligen Hassalphabet C wie Chefs aus dem Jahr 2015 habe ich ja schon mal erzählt, wie mein damaliger Chef aus der Malerfirma mit mir umgegangen ist. Morgen Micha, ich habe da eine neue Baustelle für dich, da kannst du dann nach der Arbeit hinfahren und bis 18 Uhr Überstunden machen, ne? Nein, ich kann nicht, weil... Du kannst. Nein, ich habe seit 2 Wochen Zugriff nach Bremen. Das kann ich nicht mehr umtauschen. Ich kann auch nicht länger machen. Ah, okay. Ja, ist Arbeitsverweigerung, ne? Aber was ich damals so auf Baustellen erlebt habe, darüber habe ich hier noch nie gesprochen. Vorher muss ich mal kurz erwähnen, dass ich kein sonderlich guter Maler und Lackierer war. Also ich habe schon qualitativ gut gearbeitet, allerdings konnte ich mich nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit, die vom Betrieb erwünscht war, halten, und ich habe mich auch bei der einen oder anderen Sache vielleicht mal doof angestellt. Aber alleine wegen dieser Geschwindigkeitssache war ich bei meinen Kollegen schon nicht sonderlich beliebt. Meine Ausbildung begann schon damit, dass ich nur die Drecksarbeiten machen konnte. Baustellen durchfegen, hunderte und aberhunderte Türzagen durchschleifen und kilometerlang Decken schleifen mit Maschinen, die absolut unmöglich schwer über den Kopf zu halten waren. Also es war wirklich keine Seltenheit, dass ich mal 3 Wochen am Stück, 8 Stunden am Tag eine Maschine über den Kopf halten muss, um eine Decke zu schleifen. Die Motivation auf die Ausbildung konnte ich erst überhaupt nicht aufbauen, und die meisten meiner Arbeitskollegen haben noch oben den Deckel drauf gesetzt. Im ersten Lehrjahr war ich wie gesagt 16 Jahre alt und ich hatte weder Selbstvertrauen noch einen Arsch in der Hose, irgendwas zu sagen, und ein Mitarbeiter von mir, ein Altgeselle, besaß die Frechheit, mich auf der Baustelle mit Bello zu rufen. 2011, in meiner allerersten Woche als Geselle, wurde ich dann alleine zu einer Baustelle rausgeschickt, um ein paar Restarbeiten zu erledigen. Ich war mir allerdings fachlich bei einer Sache nicht sicher. Google ging nicht, weil ich noch kein Smartphone hatte, und deswegen habe ich einen Arbeitskollegen angerufen, um ihn kurz nach Rat zu fragen. Circa eine Stunde, nachdem ich meine Arbeitskollegen angerufen habe, rief mein Chef mich an und hat mich am Telefon übelst zusammengeschissen, warum ich, ein gelernter Maler, ein Geselle, der nicht hundertprozentig sicher bin, wie diese Situation fachlich zu lösen ist. Nochmal, es war die erste Woche nach meiner Ausbildung. Ein paar Wochen später habe ich von meinen anderen Arbeitskollegen erfahren, dass der Kollege, den ich um Rat gefragt habe, mich verpfiffen hat, weil er vom Chef eine Rolle Krepp für privat zugesteckt bekommen hat. Ey, der hat mich verpfiffen für eine Rolle Tesa. Wow! Heute, 8 Jahre später, blicke ich auf diese Geschichte zurück und denke mir, seid ihr alle krank im Kopf? Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Oder noch eine andere Geschichte. 2013, da kam ich gerade von meinem Urlaub bei Rock am Ring zurück und war mit einem Kollegen zu zweit auf der Baustelle. Ich habe meinen Arbeitskollegen darum gebeten, mir kurz den Autoschlüssel zu geben, weil ich mir gerne neue Handschuhe aus dem Auto holen möchte. Und er zuzelt da so in seiner Bauchtasche rum, holt den Schlüssel raus und lässt ihn fallen, und der Schlüssel fällt in den Farbeimer. Und dann schreit er mich an, dass ich daran schuld bin, dass er den Schlüssel in den Farbeimer hat fallen lassen, weil seit ich wieder da bin, geht wieder alles schief. Ich sag dazu nichts mehr, einfach mal sacken lassen, die Geschichte. Sowieso herrschte auf der Baustelle fast jeden Tag ein aggressiver Ton und schlechte Laune. Als es dann mit YouTube und Apple War losging, haben meine Arbeitskollegen sich richtig versucht, über mich lustig zu machen und mich damit zu mobben. Ich weiß noch, wie mein Vorarbeiter morgens einmal zu mir sagte: Ey Michael, du machst dich lächerlich, die ganze Firma lacht über dich, und gestern haben dich auf YouTube 200.000 Leute ausgelacht. Bis der Moment kam, als deren Kinder Autogrammkarten von mir wollten. Ohne Scheiß, das ist wirklich passiert. Aber die heftigste Geschichte auf der Baustelle habe ich mir mal für den Schluss aufgehoben. Und diese Geschichte habe ich nur beobachtet. Wir hatten im Sommer mal einen Leiharbeiter eingestellt gehabt. Also einen Arbeiter, der nicht Maler gelernt hat, aber trotzdem bei uns auf der Baustelle ausgeholfen hat. Ich habe mal mitbekommen, wie mein Vorarbeiter an einem Tag, wo er besonders schlechte Laune hatte, zu dem Leiharbeiter gegangen ist und gesagt hat: Wenn du jetzt nicht sofort schneller arbeitest, dann prügel ich dich von der Leiter runter. Der Leiharbeiter antwortete ihm so nach dem Motto:
Ey, sag mal, was willst du eigentlich von mir? Ich habe nicht mal Maler gelernt und bekomme doch einen viel geringeren Stundenlohn als du. Es wurde sich laut angeschrien und kam auch, glaube ich, zu einer leichten Schubserei. Am nächsten Tag war der Leiharbeiter nicht mehr in der Firma. Er beschwerte sich nämlich beim Chef, dass der Vorarbeiter ihm Prügel angedroht hat, was ja auch stimmte, das habe ich ja so mitbekommen. Der Vorarbeiter hingegen schnappte sich einen anderen Kollegen von uns, der überhaupt nicht dabei war, und sagte gemeinsam gegen den Leiharbeiter aus, dass er gelogen hätte. Und daraufhin wurde der Leiharbeiter rausgeworfen. Ich war der Einzige im Raum, der die Wahrheit mitbekommen hat. Aber wenn ich was gesagt hätte, wäre ich wahrscheinlich der Nächste gewesen. So, Fazit, und das muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal erwähnen, nicht alle meine Kollegen waren solche Arschlöcher. Mit einigen hatte ich richtig gute Tage, richtig schöne Baustellen, die total Spaß gemacht haben, und bin bis heute in Kontakt mit ihnen. Aber ich denke, die Geschichten, die ich gerade erzählt habe, sprechen für sich. Es ist auch nur eine Handvoll von dem, was ich erlebt habe, und ich könnte locker eine Stunde Video damit füllen, was ich auf Baustellen durchgemacht habe. Aber um meine 5 Jahre auf der Baustelle zusammenzufassen, ich habe meinen alten Malerjob und vor allen Dingen meine Firma zutiefst gehasst. Ich habe sie jeden einzelnen Tag gehasst. Bei 75% meiner Kollegen wusste ich, wenn ich mit denen zusammenarbeiten muss, dann wird es ein beschissener Tag. Wenn es Apple One nicht gegeben hätte, dann wüsste ich nicht, wo ich jetzt mit meinem Leben stehen würde. Geschichten, wie ich sie eben erzählt habe, erzählten mir auch die anderen Auszubildenden in meiner Firma und die Leute in meiner Berufsschulklasse. Klar hat es mich auch irgendwo abgehärtet und meinen Charakter geformt, den ich heute habe, und ich bereue es nicht, diese Ausbildung gemacht zu haben. Trotzdem rate ich bis heute jeden, der mich fragt, davon ab, sich bei dieser Firma zu bewerben. Aber jetzt möchte ich mal gerne wissen, hatte ich nur großes Pech oder haben die Bauarbeiter unter euch ähnliche Geschichten erlebt? Schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare, ich möchte es sehr gerne wissen. Dieses Video hier wurde finanziell unterstützt durch meine Patrons. Vielen Dank für eure Unterstützung. Mit dem Geld, was ich durch euch bekomme, produziere ich gerade ein Musikvideo. Der Song dazu ist schon fertig, das Video wird nächstes Jahr im Frühjahr gedreht. Ich zeige euch mal kurz einen Ausschnitt. Wenn ihr Großprojekte wie diese unterstützen wollt, könnt ihr das über PayPal tun, mit 1 Euro im Monat auf patreon.com/masterjam. Daumen hoch nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Haut raus! Während ihr dieses Video hier geguckt habt, hat der Berliner Flughafen übrigens 9.742 Euro gekostet.